face. Jojo Leute, herzlich willkommen zu einer weiteren Survival Games auf dem Hive-Server und auf SG7. Und ich habe in dieser Runde hier heute sehr viele Themen anzusprechen. Zum einen hört es auch schon, dass ich verschnupft bin oder eher krank. Es kommt daran, dass ich gestern hier Fußball spielen war. Wir waren zu dritt und es hat geregnet und deswegen bin ich jetzt wahrscheinlich auch krank. Und ja, auf jeden Fall, es tut mir leid. Einfach so, ich tut mir leid. Und ja, hier schreibe ich schon welche. Ich heiße The Fabo, mit V aber geschrieben. Einfach so, weil mir ist es gerade so eingefallen, wie könnte ich mich denn nennen? Weil ich kann mich ja nicht The Fabo nennen, weil dieser Account, der gewandt ist und einen Rang hier auf dem Server hatte, kann man jetzt sich auch nicht mehr in das nicken. Und ja, deswegen dachte ich mir, den Namen gibt es bestimmt nicht. Ja, ich geguckt und den gibt es auch nicht. Das heißt, ich werde mich jetzt, wenn ich Lust habe, mich umzunennen, jo, einfach Wixir. Werde ich mich so nennen. Soll ich einen Chat Report? Ja, nee, ich nehme eh auf. Und ja, wenn ich mich nicke, dann werde ich mich wahrscheinlich so nicken oder irgendwie random auf die Tastatur hauen. Weil mir geht es halt einfach darum, weil die Leute, glaube ich, targeten mich, weil ich einen lila Namen habe. Und wenn ich mich dann so nenne, dann, ich denke halt so, wenn ich mich dann so umnenne, dann haben die wenigstens nicht mich gekillt, sondern den Typen mit dem V da. Also so denke ich halt. Also so geht es mir dann sozusagen mehr am Arsch vorbei. Und ja, auf jeden Fall, ich habe ja, also das dritte, keine Ahnung was, ich habe auf jeden Fall voll viel anzusprechen. Das nächste Thema wäre auf jeden Fall mein Community-Server. Ich habe ja gesagt, dass ich ihn ankündigen werde. Dass er kommen wird. Das wird aber jetzt vielleicht zum Problem werden, denn, okay, komm da ran. Ich habe jetzt das hier pausiert oder werde jetzt wahrscheinlich, oder kommt halt jetzt drauf an, das werde ich jetzt noch erzählen, ganz stoppen. Denn unser hier Developer oder der, oder generell der sich um den Server generell kümmert, hatte zurzeit hier hat jetzt voll viel um die Ohren. Er muss noch ein eigenes eigenes Spiel entwickeln für die Schule, Website für die Schule machen, so wie ich verstanden habe und alles bla bla bla. Und da geht ihm halt das Coden vom Server und alles jetzt voll durch den Strich sozusagen. Kann ich auch vollkommen verstehen. Mein Handy. Und ja, kann er jetzt selbst nichts, also wie kann man jetzt nicht sagen, dass er nichts dafür kann, aber ich nehme sie halt jetzt nicht böse. Und er hat generell auch so keine Lust mehr so an Minecraft und Bucket, das bringt ihn halt irgendwie so sozusagen auch nicht weiter. Ja, finde ich jetzt nicht schlimm, aber ich habe ihn jetzt geschrieben, falls er jetzt nur irgendwie so eine Phase hat, kann ja auch sein. Oder falls er irgendwann mal wieder Bock hat, die nächsten zwei Wochen, dann kann er auf jeden Fall noch weitermachen. Falls er dann noch Lust hat, kommt jetzt aber darauf an. Wenn er dann keine Lust mehr hat, dann werde ich es wahrscheinlich lahm liegen sozusagen. Werde die Server-Config dann aber nur lassen, falls wir irgendwann längere Zeit dann irgendwann danach wieder mal einen Server machen werden, was wahrscheinlich nicht sein wird. Aber ich lasse die Config auf jeden Fall. Und das kommt halt dann darauf an, ob er dann da noch Lust hat, Zeit hat, whatever. Und ja, ich nehme es auf jeden Fall nicht böse, aber ich meine, er kann halt das sozusagen nichts für, wenn es ihm keinen Spaß macht, dann ist ja auch, also es wäre halt dann scheiße, wenn er es einfach macht, obwohl es ihm gar keinen Spaß macht. Und ja, auf jeden Fall kann ich nachvollziehen. Und ja, das nächste Thema, ich habe so viel anzukündigen, Alter, ich weiß nicht, ob ich das jetzt hier noch schaffe. Nächste Thema ist auf jeden Fall Gamescom. Ja, ich, Kai, Capone und so haben uns jetzt nochmal über die Tickets unterhalten. Es war erst, ich weiß gar nicht, ob ich es sagen soll, egal, YOLO. Es war auf jeden Fall erst, also Tickets hat jetzt jeder, außer für Samstag, glaube ich. Da müssen wir halt ganz früh hin zur Gamescom und müssen da halt dann noch welche kaufen. Auf jeden Fall werden wir jetzt, also wir haben jetzt alles, die müssen nur noch das Formular, dass sie die Erlaubnis von den Eltern haben, an das Hotel schicken. Und dann ist eigentlich alles geregelt. Zugtickets, also wir machen es so, dass sie selber, ich weiß nicht, ob ich sagen soll, ich sag's einfach mal, dass wir treffen uns auf jeden Fall alle in München am 13. irgendwann. Also es ist jetzt irgendwie keine Aufforderung, dass ihr da hinkommen müsst, sollt oder so. Wir treffen uns da auf jeden Fall, dann fahren wir gemeinsam, also wir treffen uns da, weil wir haben die Zugtickets, also ich habe die Zugtickets sozusagen bestellt,
Und also für alle, also sie müssen halt selber gucken, dass sie nach München herkommen. Und dann fahren wir von München nach Köln. Und das haben wir jetzt endlich geklärt mit den Zugtickets, welche wir nehmen und bla bla blub. Ist jetzt auf jeden Fall geklärt. Brenn. Und ja, ist auf jeden Fall. Jo. Was, wie viel hält der aus, Mann? Ich hab genug Pfeile, Mann. Digga. Jo. Scheiße. Nee, bitte bleib still. Jo, Alter. What the fuck, Mann? Ich hab einen Oh, jetzt läuft er da lang. What the... Nein! Der kommt mir jetzt echt davor. Oh Gott. Egal. Auf jeden Fall haben wir das jetzt geklärt. Wir werden da hinfahren und blablabla. Da kommt aber noch ein extra Video zu, was eigentlich schon lange überflüssig ist. Aber wir werden das jetzt noch machen. Irgendwann die Tage. Und ja, auf jeden Fall. Nee. Bitte nicht. Oh Gott, gut. Boah, ich dachte schon, ich lag, Alter. Boah, ich hätte mich so aufgeregt, ne? Aber ich hätte dann einfach weitergemacht, weil ich jetzt schon so viel angesprochen habe. Und jetzt ist der Fetch. Oh, Alter, ich darf mich voll beeilen, okay, nächstes Thema ist, Kamera, habe ich dir schon gesagt. Ich weiß nicht, ich spreche es aber nochmal an. Dass ich ja, die neue Kamera habe und wieder Fußballvideos machen werde irgendwann, aber das Wetter war heute zu schlecht und das Wetter ist generell zu schlecht. Das heißt, ich werde das irgendwann anders machen. Oh Gott, da ist ja jemand. Und ja, mal gucken, wann ich das mache. Ich werde es auf jeden Fall machen und kommt halt dran auf, drauf an. Jetzt, wann ich es mache, wird auf jeden Fall irgendwann kommen. Wann, weiß ich nicht. Gamescom werde ich auf jeden Fall auch filmen. Und dann werden da, wenn die Gamescom ist, nur Gamescom-Videos kommen, denke ich mal. Und ja, auf jeden Fall was. Okay, das sind jetzt eher so, ja, mit dem Hive-Nickname habe ich eh schon angesprochen. Sind jetzt noch so nebensächliche Informationen so. Zum Beispiel, dass Kai und Manu Mods sind. Ich weiß jetzt nicht, ob es so stimmt, aber normal schon, ja. Die sind Mod. Ich nehme das halt einen Vortrag auf, da wo es noch keiner weiß. Ja, auf jeden Fall sind die bei den Mod. Und ja, auf jeden Fall. Und ja, mich fragen auch voll viele, ey, schick mal das, stell mal das Texture-Pack in die Beschreibung. Also das hier jetzt, das ist ja das Phasen-Pack. Und das hatte erstmal nur die Leute, die erste halbe Stunde da drauf geklickt haben. Denn man darf die Texturen, wenn man da keine Rechte dran hat, nur 30 Minuten oder eine Stunde hochladen. Dann muss man es wieder runternehmen. Und ja, die wo es da hatten, hatten Glück. Aber Phasen hat jetzt irgendwie doch wieder hochgeladen auf seinem Kanal. Ich weiß nicht, wie lange das Video hier jetzt noch stehen wird. Ich habe es auf jeden Fall, also es ist ein Tag danach. Mal gucken, ob es dann da noch ist. Falls nicht, tut es mir auf jeden Fall leid, dass ich euch angelogen habe. aber er hat es halt hochgeladen, aber jetzt ist halt nicht mehr da. Und die Team, GG. Und ja, muss ich halt gucken, was da jetzt dann ist. Oh Gott, den habe ich noch voll bekommen, Alter. Und ja, muss ich halt noch gucken, was das dann ist. Und ob es dann noch da ist. Was ich noch sagen wollte, so, ich habe mir jetzt das neue Album von Macho BADT, Breit als der Türsteher, gegönnt. Erstens, weil ich, nein, okay, ich lasse das jetzt mit der Scheiße. Ja, weil ich das einfach gut fand, die Tracks, die er bis jetzt rausgehauen hat und so. Deswegen habe ich es mir jetzt gegönnt. Also auf jeden Fall empfehlenswert, falls ihr auch so Binge-Musik-Freunde seid. und ja. Oh Gott, nee, ich bin ja so low. Oh. Oh Gott. Bitte Bose bei mich, bitte komm. Was kann ich denn noch hernehmen? Oh Gott. Zum Glück hat er nicht geschossen, Mann. Oh Gott, ich bin ja schon wieder so behindert, Alter. Okay. Sonst hatte ich, glaube ich, gar nichts mehr anzusprechen. Ja. Das heißt, ich werde das jetzt wieder fertig spielen. Nee, ich hatte echt nichts mehr anzusprechen. Wahrscheinlich habe ich schon noch was anzusprechen, ich habe es aber vergessen. Ja, stimmt. Wegen Counter-Strike. Viele Leute fragen sich jetzt wahrscheinlich, hey, wo bleibt Counter-Strike? Und ich habe halt auch gesehen, dass ihr gar keinen, also dass die meisten hier gar kein Counter-Strike sehen wollen. Deswegen bringe ich jetzt auch kein mehr. Also ich werde schon bringen, aber dann nur, wenn ich Lust drauf habe. Weil ich spiele jetzt halt wieder voll viel Minecraft und so. Und ja, und wenn ich dann CSGO aufnehmen will, dann lade ich es auch hoch. Oder wenn ich es dann hochladen will, dann lade ich es auch hoch. Und ja, das heißt, es ist mir überlassen, wann ich es machen werde, falls ihr da jetzt zu Fragen habt. Und ja, ich werde es auf jeden Fall, ich wollte CSGO so machen, dass wenn ich irgendwann mal besseres Internet habe, dass ich das da so weiterführen kann und im Stream irgendwie sowas machen kann. Weil CSGO Stream ist irgendwie viel geiler, als jetzt so aufnehmen. Und ja, deswegen. Oh, yeah.
Und ja, also ich werde es irgendwann machen, wenn ich mal viel besseres Internet habe. Also so hochladen werde ich auf jeden Fall schon. Aber ich meine halt jetzt, hier so, so normal werde ich es dann im Stream, wäre es halt so am passendsten. Und ja. Oh, GG. ja, aber ich finde den Nickname so geil, aber ich hoffe, keiner kauft sich den Account. Dann muss ich halt wieder variieren. Egal, auf jeden Fall war es das jetzt. Jo. Auf jeden Fall war es das jetzt. Ich habe jetzt so viel angesprochen, das wohl schon überflüssig war. Überfällig. Und ja, bald seht ihr hier. Richelo ist nochmal immer on. Ja, und Master Cookie auch. Ne, kein ich weiß. egal, auf jeden Fall seht ihr die beiden dann morgen oder heute. Die Namen in Rot, in Rot. Ja, nicht so rot, sondern hellrot. Ja, und ja, auf jeden Fall war es jetzt, wenn es euch gefallen hat. Oh, lasst auf jeden Fall eine Bewertung da. Und ja, wir sehen uns dann auf jeden Fall morgen am. Heute ist Donnerstag, morgen am Samstag. Mal gucken, was dann kommen wird. Ich werde wahrscheinlich ändern oder sowas mal, muss ja gucken. Egal, auf jeden Fall, was es ist, wenn es euch gefallen hat, eine Bewertung da mit der Kamera, werde ich irgendwann bald noch was aufnehmen und wir sehen uns dann nächstes Mal. Tschüss.